Bei Kaiserwetter findet das heurige Familienfest am Monte Popolo statt. Dieses und ideale Pistenverhältnisse locken zahlreiche Familien auf den Skiberg in Eben. Dieser Tag soll auch dazu beitragen, dass Kinder auf spielerische Weise ihr Wissen und ihre Erfahrungen erweitern können. So zum Beispiel finden sich Figuren unterschiedlicher Tiere, die über ihre Lebensweise erzählen. Am liebsten halte ich mich oberhalb des Waldes in eher felsigem Gelände auf. Das hat auch damit zu tun, dass wir sagen, respektiere deine Grenzen. Wichtig ist, dass schon die Kinder lernen, Rücksicht zu nehmen auf die Natur, auch auf die Umwelt und vor allem auf die Tiere. Und das wird da in diesem Kinderland sozusagen spielend den Kindern beigebracht. Insgesamt 8 Stationen sind zu absolvieren. Bei jeder Station erhalten die Kids einen Stempel und die abgestempelte Karte ist dann auch der Teilnahmeschein an der großen Tombola. Auf einer der Stationen, dem Riesentorlauf, entdecken wir einen kleinen Mann mit großem Talent. Wieso kannst du so gut Skifahren? Weil mein Papa Skilehrer ist und weil ich im Kader bin. Was hast du alles schon gemacht? Alles. Was hat dir besonders gut gefallen? Das mit dem Märchenwald und mit dem Riesentorlauf. Ich hab das Sackhüpfen schon gemacht. Ich hab das Schminken. Das sieht man, ja. Die Pistengeräte anschauen, ja. Ich war Sackhüpfen. Ich bin in der Pistenraupen drin gesessen. Bei der Seidenstrecke, bei der Raupenpiste. Und beim Tattoo machen und Bartender-Kur da und Bartender da drüben. Gemeint hat die junge Dame die Pistenraupe, in die man sich sogar hineinsetzen darf. Und beim Geschicklichkeitsspiel, bei dem es darum geht, den Ball 10-mal hochzuwerfen, darf schon ein bisschen geholfen werden. Ist ja auch gar nicht so einfach. Aber nicht nur Kinder sind vom Familienfest am Monte Popolo begeistert, auch die Eltern. Ich meine, was Schöneres gibt es gar nicht. Ich freue mich, dass die das immer wieder machen und sie bemühen sich ja, dass sie ein Kinderskigebiet haben. Und wenn man von der Piste schaut, das ist fürs zum Lernen hervorragend. Auch für geübte Fahrer zum Mitfahren auch perfekt. Also immer super präpariert, glatt, gerade, keine Muggerl, perfekt zum Lernen. Und dann findet die große Tombola statt. Zu gewinnen gibt es viele Sachpreise wie Hauben, aber auch Tageskarten. Und die 2 Hauptpreise können sich sehen lassen. Eine Skiausrüstung zur Verfügung gestellt von Atomic und eine Saisonkarte für 2018-19. Wir gratulieren recht herzlich. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom Monte Popolo Familienfest und sagen bis nächstes Jahr. Tschüss.